Wir gehen heute in die L'Osteria oder das. Das oder die L'Osteria? Ich würde sagen, die L'Osteria von Pizzeria. Und wir treffen auf Evelina, die uns erzählen wird, was die Besonderheiten der L'Osteria sind. Guck mal, jetzt habe ich wie selbstverständlich der L'Osteria gesagt. Also heißt es die L'Osteria. Ja, sag ich doch. Die L'Osteria heißt eigentlich das Wirtshaus auf Italienisch. Ich habe ein bisschen erschwerte Bedingungen heute. Zum einen blendet mich die Sonne kolossal. Eigentlich ist es ja ganz schön. Und ich bin ein bisschen nasal angeschlagen. Das hört man vielleicht ein bisschen. Seht's mir nach. Was hilft da? Pizza! Was verbindest du denn mit der L'Osteria? Tatsächlich riesige Pizzen. Ja, ne? Wagenrad groß oder so. Ja. Ja, unsere Pizza schaut über den Tellerrand hinaus. Die ist riesengroß. Man kann sie auch teilen, indem man zwei verschiedene Hälften bestellt. Und dann hat man die Möglichkeit, noch mehr zu probieren. Übrigens, einen kleinen Satz möchte ich noch verlieren. Ach, jetzt kommen wir nicht wieder mit deiner Stufentheorie. Ich stehe wieder auf der Stufe. Ich geh doch mal runter von der Stufe. Ich bin aus dem Bild. So ist schon besser. Ja. Ja, auf geht's. Unsere beste Pizza macht das halt einfach aus, dass sie so dünn, knusprig ist, so typisch italienisch und nicht so dick belegt. Reichlich belegt, aber genau richtig, dass da jeder auf seinen Geschmack kommt. Wir sind auch eigentlich sehr stolz, dass Italiener gerne hierher kommen und die dann immer sagen, die Pizza ist so knusprig, so lecker wie in Italien. Wir empfehlen es auch untereinander, dass die Italiener dann gerne hierher kommen. Wir haben typisch italienische Pasta. Die Spaghetti sind natürlich der Renner, aber auch andere Pastasorten. Dann haben wir eine Monatskarte, die sich immer ein bisschen saisonal ausrichtet. Also ein Highlight bei uns natürlich ist halt einfach auch, dass wir diese offene Küche haben, dass man sehen kann, wie das Essen zubereitet wird, dass man sehen kann, wie ein Pizzabäcker diese gigantische Pizza aufdreht und belegt und wie sie im Ofen dann gebacken wird, dass man das einfach auch selber sehen kann und danach gleich essen. Wir bieten mittlerweile auch an, dass wir unsere beste Pizza und unsere Pasta zu euch nach Hause liefern. Wir haben ca. 170 Plätze im Haus, auf der Terrasse, ca. 50 bis 60. An der Bar kann man gut auf einen Tisch warten. Ist auch mal nett, wenn es mal so voll ist, dass die Plätze nicht reichen. Mein schönster Moment, wenn es hier Samstagabend ist und dann ein bestimmtes Lied läuft und alle wissen, dass sie jetzt laufen müssen, dass aber alle trotzdem so viel Spaß haben hier und das auch an den Gästen übertragen wird, dass sie auch hier mitsingen vielleicht oder mitschaukeln so am Stuhl, da kriege ich echt Gänsehaut. Das ist unser Lied Sorvemente. Also mein schönster Moment ist eigentlich dieses ganze Team, dieses La Familia-Gefühl, dass egal, wo Hilfe benötigt wird, wo wir sind, was wir gerade machen, dass wir alle zusammenhalten, dass wir immer unser Bestes geben und somit auch die Gäste halt einfach noch glücklicher machen können, wenn wir glücklich auf der Arbeit sind und unseren Spaß hier auch einfach haben. Wir sind hier im Bahnhof, haben geöffnet mittags und bis spät abends, machen alle glücklich, die vorbeikommen, je nachdem, was sie wollen. Essen, trinken, Spaß haben, Kaffee genießen. Kommt gerne vorbei. Wir sind da.